Karre doch geliebt. Ich fand's toll, mit dir dran rumzuschrauben. Aber das können wir doch auch an einem billigeren Wagen. Mit anderen Worten, dein Professor will nicht, dass ich für euch arbeite. Ich befürchte, darauf wird's hinauslaufen, ja. Eure Freundschaft ist wertlos. Jonas, was ist denn los mit dir? Ich bin derjenige, der mit Gabriella geschlafen hat. Deine Witze waren auch schon mal besser. Das ist kein Witz. Du bist mit Gabriella? Das glaube ich nicht. Das kann ich schon längst sagen. Du bist mit meiner Freundin im Bett gewesen. Es war nur einmal. Jetzt warte doch mal! Halt die Schnauze! Es gibt nichts Besseres, als frisches Gemüse auf dem Markt einzukaufen. So ein freier Tag ist klasse. Ja, das ist nichts im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. Lass dich nicht stören. Hey, bleib doch. Wie war dein Vorstellungsgespräch? Naja, kannst du im Krankenhaus anfangen? Dr. Berger will mich nicht haben. Wieso? Er meint, dass ich zu labil sei für den Job. Was ist das denn für ein Unsinn? Du kannst super mit Patienten umgehen. Das hast du bewiesen, als Simon im Krankenhaus lag. Dr. Berger sieht das offensichtlich anders. Er meint, dass ich es nicht verkraften würde, mit Krebspatienten zu arbeiten. Ja, dann versuch's doch einfach in einem anderen Krankenhaus. Die nehmen dich mit offenen Armen. Eben. In so eine Lage kannst du dich am besten hineinversetzen. Ich will doch nur anderen Menschen helfen. Aber selbst das lässt man mich nicht. Jetzt lass den Kopf nicht hängen. Du findest schon noch einen Job. Ich bringe allen nur Unglück. Bin zu nichts nutz. Na endlich! Ja, sorry, mein Roller hat gestreikt und ich musste mit dem Bus fahren. Hättest du nicht von irgendjemandem eine Karre ausleihen können? Wow. So viele wie bei euch sind in unserer WG leider nicht zur Auswahl. Die gehören meinem Dad. Hey, was für eine coole Kiste! Gehört er auch deinem Alten? Sein absolutes Lieblingsauto. Kann ich verstehen. Ey, sag bloß, du bist auch so ein Freak. Na toll. Salut, Mama. Hallo, mein Schatz. Grüße Sie, Herr Toppe. Baujahr 1962. Stimmt. 6 Zylinder, 120 PS, Höchstgeschwindigkeit. Ich sehe, da kennt sich jemand aus. Ja, ich gehe dann schon mal vor. Eigentlich habe ich lange auf den Wagen gewartet. Wo sind Sie überhaupt? Aber dann hat er irgendeinen Obermacker von Mercedes kennengelernt. Und schwupps stand die Karre vor der Tür. Statt dich über mich lustig zu machen, nimm dir lieber ein Beispiel an deinem Freund. Wie kommt es, dass Sie sich ausgerechnet für diesen Wagen interessieren? Das war immer meine Lieblingskarte beim Autoquartett. Seitdem ist es mein größter Traum, mal mit so einem Auto mitzufahren. Wenn Sie Lust und Zeit haben, können wir uns ja mal für eine Tour verabreden. Ja, gerne, jederzeit. Mailbox. Gabriella, hier ist Jonas. Bitte ruf mich an, es ist dringend. Ciao. Hi, Jonas. Hi. Willst du auch? Nee, danke. Ist irgendwas passiert? Daniel weiß, dass ich mit Gabriella geschlafen habe. Oh Mann. Wie bitte? Hat Gabriella es ihm erzählt? Nein, ich. Was, aber wieso denn so plötzlich?
Daniel hat seinen Mustang verkauft, um mir ein Boot zu schenken, weil ich so ein toller Freund bin. Da konnte ich auf jeden Fall meinen Mund nicht mehr halten. Ja, wie hat er reagiert? Na, wie wohl? Er hat mich angebrüllt und zur Tür rausgestürmt. Wahrscheinlich zu Gabriella. Sie weiß doch hoffentlich Bescheid. Nein. Ich versuch seit einer Ewigkeit bei Brandners anzurufen, aber da ständig besetzt. Ja, und auf Handy? Mailbox. Oh je. Da wird sie wahrscheinlich eine böse Überraschung erwarten. Ja. Ja, und? Wie geht's jetzt weiter? Ich muss mir ein Zimmer suchen. Ja, vielleicht lege ich noch mal ein langes Wochenende ein und komme nach München. Ja. Kommt drauf an, wann ich mein Referat halten muss. Du, Millie? Ich ruf dich später zurück, ja? Tschüss. Daniel. Hast du Zeit? Willst du was trinken? Ich bleib nicht lange. Der Typ, in den du dich verliebt hast. Ach, kannst du den nicht vergessen? So wie ich? Ich muss wissen, wer es ist. Aber warum? Ich liebe dich. Reicht das nicht? Wenn er dir egal ist, kannst du mir auch seinen Namen sagen. Du kennst ihn nicht. Das habe ich dir doch schon gesagt. Trotzdem. Oder bist du immer noch in ihn verliebt? Nein. Und zwischen euch ist wirklich nie was gelaufen? Wir haben uns nicht mal geküsst. Da hat Jonas mir aber was ganz anderes erzählt. Wollen Sie sich Ihren Kummer nicht von der Seele reden? Ich kenne Sie doch gar nicht. Versuchen Sie es trotzdem. Nur Mut. Außer Ihren Sorgen haben Sie nichts zu verlieren. Hey, ich will mir noch mal angucken. Hier geblieben. Ach komm. Wer wollte mir dabei helfen, Hintergrundmusik für mein Video auszusuchen, ne? Ja, ich natürlich. Aber das können wir auch später machen. Oh, meine Karre fährt hier doch so schnell nicht weg. Ein kurzer Blick. Ich sehe schon, so wird das nie was. Was hast du vor? Na, was schon. Da seid ihr ja. Christian fährt total auf Dads Mercedes ab. Kann ich wirklich mal mitfahren? Selbstverständlich. Hey, wozu lange warten? Christian und ich können doch schnell eine kleine Runde drehen. Du weißt, wie ich dazu stehe. Es kommt schon nichts dran. Bekommen noch ein bisschen mehr Fahrpraxis und dann können wir darüber reden. Bis dahin dreht Christian durch. Ist ja gut. Lass sie doch. Ist doch nur ein Auto. Nur ein Auto? Der Wagen ist ein Juwel. Es bleibt bei meinem Nein. Und damit endet der Diskussion. Ich wollte es dir ja sagen, aber... Wann? Wenigstens bist du einmal ehrlich. Daniel, es tut mir so leid. Eben hattest du die Gelegenheit, mir die Wahrheit zu sagen. Daniel. Aber du hast mir wieder ins Gesicht gelogen. Ich weiß, dass es ein Fehler war, aber... Was, hä? Wolltest du erst mal abwarten, ob mit Jonas vielleicht doch noch was läuft? Nein! Ich wollte nur nicht wehtun. Deswegen bist du mit meinem besten Freund ins Bett gegangen. Glaub mir, wenn ich könnte, ich würde es wieder rückgängig machen. Warum, Gabriella? Warum ausgerechnet Jonas? Mir ging es damals total mies.
Und ich dachte immer, du liebst mich. Das tue ich doch auch. Das mit Jonas, das war nur ein Ausrutscher. Ich glaub dir kein Wort. Daniel, warte. Warte doch! Ich höre. Ziemlich viele Schnitte. Ja, das bringt Tempo. Weißt du was, unter den Aufnahmen, wo alle essen, legen wir am besten schnell einen Techno-Beat runter. Ja, oder vielleicht einen Song von der Metal-Band. Mhm. Wann glaubst du, bist du wieder zurück? Bis zum Abendessen werden die Vertragsverhandlungen sicher dauern. Ruf mich bitte an, wenn es später wird. Mach ich. Der Chauffeur hat den Wagen vorgefahren. Ich komme. Ich bring dich noch mit raus. Das ist lieb von dir. Tschüss, Jungs. Ciao. Mann, hast du das gehört? Der ist bis zum Abendessen weg. Ja, und? Oh Mann, bist du langsam. Wir schnappen uns jetzt den Mercedes und machen eine kleine Spritztour. Und wenn dann der etwas merkt? Wie denn, wenn er nicht da ist? Na, was spricht denn dagegen? Naja, wir könnten einen Unfall bauen. Aha, ein Satellit könnte auch drauf fallen. Natürlich kannst du auch warten, bis er dich nächstes Jahr mitnimmt. Bis nächstes Jahr? Aber nur, wenn du jetzt schon einen Termin bei seiner Sekretärin machst. Und deine Mutter? Ach, Auto ist Susi gleich Auto. Die merkt nicht mal, wenn eins mehr oder weniger auf dem Hof steht. Okay, aber auf deine Verantwortung. Aber klar doch. Isabel? Das hätte mich auch gewundert. Könnte denn noch sein? Keine Ahnung. Wahrscheinlich will sie jetzt einfach nur allein sein. Hi. Hi. Ach, du bist... Störch? Nein, komm rein. Eigentlich wollte ich zu Isabel. Ach so, dann erübrigt sich auch meine Frage, ob du weißt, wo sie steckt. Ja, die Absage von deinem Professor hat sie ziemlich mitgenommen. Das habe ich gemerkt. Könntest du ihn nicht vielleicht doch überreden, Isabel noch eine Chance zu geben? Also, ehrlich gesagt, glaube ich auch, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Denkst du, nach all den Ereignissen auf Friedenau da, ist Isabel nicht stark genug, sich solchen Strapazen auszusetzen? Mhm, das denke ich. Ja, aber gerade weil es Isabel so schlecht geht, braucht sie eine Aufgabe. Das hast du doch eben selbst gemerkt. Ich suche ja schon eine Alternative für sie. Ja, aber wir müssen was finden, wo sie wirklich gebraucht wird, wo sie nicht einfach zu ersetzen ist. Ja, eine karitative Tätigkeit eben. Ich würde mich ja gern zur Verfügung stellen, aber meine Schulter geht schon wieder besser. Du Spinner. Hängt euch doch einfach ans Telefon. Die karitativen Verbände suchen andauernd neue Mitarbeiter. Stimmt. Und ich schaue meiner Zeitung nach. Nehmt mal hier, das klingt doch nicht schlecht. Ich kann Sie gut verstehen. Vor ein paar Jahren, da bin ich auch an diesem Punkt angekommen. Alles schien so sinnlos. Mein Beruf, mein Leben, einfach alles. Was war passiert? Ich habe mich auch in den falschen Mann verliebt. Und dann? Eines Tages habe ich rausgekriegt, dass er eine andere hat. Ich wollte ihm eine zweite Chance geben, aber er hat mich nur ausgelacht. Tja. Und dann hat er mich rausgeworfen. Ich war völlig verzweifelt. Ja, das kenne ich. Und dann habe ich nur noch einen Ausweg gesehen. Sie wollten sich das Leben nehmen? Was sollte ich denn noch auf dieser Welt? Ich bin über ein Brückengeländer gestiegen und habe nach unten gesehen. Und plötzlich stand diese Frau hinter mir. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir uns unterhalten haben, aber sie hat es tatsächlich geschafft, mich aus meinen schwarzen Gedanken rauszuholen. Sagen Sie, haben Sie denn keine Freunde oder Verwandte, die sich um Sie kümmern? Doch schon. Die sind doch alle ganz lieb zu mir, aber irgendwie... Verstehe. Wenn Sie Lust haben, dann kann ich Sie mit den Menschen bekannt machen, die mir damals geholfen haben. Gern. Und mit ein bisschen Glück finden wir auch eine schöne Aufgabe für Sie.
Dann mache ich mir lieber keine Hoffnung. Ja, aber Sie wollen doch Menschen helfen, oder? Dann finden wir auch was für Sie. Wer ist wir? Das Projekt Nächstenliebe. Burger oder Salat? Wie wär's mit Burger und Salat? Nee, das ist zu viel. Also nur Salat? Ja, oder ein Burger halt. Das ist ja die Frage. Ich glaube, du nimmst mich auch nicht ernst heute. Oh, Daniel, auch schon da. Schön, deine Schicht hat vor einer Stunde angefangen. Sei froh, dass ich überhaupt da bin. Den würde ich heute ernst nehmen. Bist du nur zum Rumlabern hier oder bestellst du auch was, hä? Du, ich glaube, bei deiner Laune solltest du heute besser frei machen. Ich pack das schon alleine. Willst du mich loswerden? Wenn du so weitermachst, ja. Und? Hast du dich entschieden? Mhm. Burger und Salat. Hey, alles in Ordnung bei dir? Lass mich einfach in Ruhe arbeiten, ja? Schon okay. Sag mal, mit welchem Fuß bist du heute Morgen zuerst aufgestanden? Verdammt! Na toll. Ja, du isst, wie du fährst, ne? Warte mal, du hattest doch Schiss, in den Drive-In-Schalter zu fahren. Weil die Durchfahrt zu eng war. Da hätte ein Panzer durchgepasst. Du hättest ja nicht auf mich hören müssen, Monsieur. Jeder hat mal einen schwachen Moment. Sag mal, gibt's eigentlich irgendwas, woran du nichts auszusetzen hast? Daran zum Beispiel. Brille. Ich habe meine vergessen. Versuch wenigstens cool auszusehen. Habt ihr vielleicht Lust, mitzufahren? Das heißt wohl nein. Ach, so gut sahen sie auch wieder nicht aus. Weißt du was? Das lag bestimmt an einer dämlichen Brille. Damit sieht sie nämlich aus wie ein Volltrottel. Was? Und was machen wir jetzt? Vielleicht noch eine Runde durch die Innenstadt, bevor wir zurückdüsen? Gute Idee. Sorgst du für den Zaun? Aber natürlich. Isabel kann morgen vorbeikommen. Super, dann haben wir drei Zusagen. Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Du bist so pingelig. Telefonieren wir noch weiter? Nee, ich glaube, das reicht erstmal. Ja, und wenn nicht das Richtige dabei ist, dann starten wir einen neuen Anlauf. Na dann, lass uns mal was kochen. Ich verhungere gleich. Hallo. Ist irgendwas? Das Gleiche wollten wir dich gerade fragen. Stellt euch vor, ich habe da jemanden kennengelernt. Das ist ja wunderbar. Wir haben auch eine gute Neuigkeit für dich. Aha. Simon und ich, wir haben ein bisschen rumtelefoniert. Bei verschiedenen Hilfsorganisationen. Du hast morgen drei Vorstellungstermine, wenn du willst. Ach, das ist lieb. Oh, danke, dass ihr euch so viel Mühe gemacht habt. Aber ich habe schon was gefunden. Dann bin ich ja mal gespannt. Das Ganze handelt sich um das Projekt Nächstenliebe. Nie davon gehört. Du? Die Organisation gibt's auch noch nicht so lange. Sie kümmern sich um kranke und um hilfsbedürftige Menschen. Ja, das ist ja super. Und wie bist du an die rangekommen? Petra, Frau Bechtel hat mich auf der Straße angesprochen. Das ist eine ganz tolle Frau. Aber jetzt muss ich los und mich umziehen, sonst komme ich noch zu spät zu meinem Einführungsseminar. Ciao. Seltsam. So schnell? Also, mir hat noch keiner einen Job auf der Straße angeboten. Mir auch nicht. Aber Hauptsache, Isabel hat jetzt wieder eine Perspektive. So gesehen. Ganze Arbeit. So merkt er bestimmt nichts. Und wenn er doch was merkt, was dann? Terren und Federn. Oder Vierteilen. In eine Richtung jedenfalls. Scheiße. Sag mal, was ist eigentlich mit dem Kilometerstand? Guter Einwand. Durch Aufbocken wie rückwärts fahren werden die Kilometer auch nicht weniger, oder? Können wir nur hoffen, dass er keinen Blick drauf wirft. Allerdings. Was? Wonach er ganz sicher schaut, ist die Tankanzeige. Scheiße. Also zur Tanke schaffen wir es nicht mehr. Habt ihr irgendwo einen Reservekanister? Komm.
Stimmt, aber keine Ahnung, ob da noch was drin ist. Ansonsten verdrücken wir uns heimlich während des Abendessens und... holen dann Sprit und füllen den Mercedes wieder auf. So machen wir's. Na, wer sagt's denn? Aber hallo. Voll? Ganz voll. Ich habe Beziehungsstress, was? Das ist möglich. Hallo. Oh, hallo. Hi. Willst du verreisen? Ich brauche ein Zimmer. Kannst du mal nachsehen, ob in der Pension noch was frei ist? Ja. Bist du auf der Flucht? Ja. So ähnlich. Nicht zu machen. Hallo? Ja, dann Jonas? Ja. Wir haben kein Zimmer frei. Ja gut, dann nicht. Daniel, hör mal einen Moment zu. Das mit Gabriella war eine einmalige Sache. Von mir aus kannst du sie haben. Aber sie liebt dich. Ihr Problem. Ihr geht's total schlecht, genauso wie mir. Soll ich euch etwa noch bedauern? Nein, ich wollte nur... Was, hä? Was wolltest du? Mir sagen, dass es dir leid tut? Und ich dachte, du wärst mein bester Freund. Das bin ich. Ein mieses Arschloch bist du. Ich erzähl dir von meinem Problem und du machst dir ins Fäustchen und legst meine Freundin flach. Hier, du hast doch gesagt, du kommst alleine klar. Sag sofort, dass ich ein helles Kerlchen bin. Nur weil dir eingefallen ist, dass ich dir vergessen habe? Dank auf Knien wäre jetzt angebracht. Sei lieber froh, dass mein Dad noch nicht da ist. Sonst ist er mega pünktlich. Hallo, ihr zwei. Hey, Abend, Anton. Alles fit? Jo, Mann. Ich versuche gerade, Antons verstaubten Slang auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist übrigens Christian. Anton, unser Gärtner. Hallo. Kann ich mal schnell den Wagenschlüssel haben? Im Kofferraum müsste nämlich noch ein Kanister stehen. Ja, da ist er ja. Was willst du denn damit? Das restliche Laub vom Herbst wegräumen. Ja, mit dem Laubsauger. Ja, sag mal, der ist ja leer. Guck doch mal in einen anderen Wagen nach. Vielleicht liegt da noch ein voller rum. Ich brauche eine Zweitakter-Ölmischung. Dein Vater wollte heute Morgen eigentlich eine mitbringen. Und die war da drin? Ja, wir haben extra so einen auffälligen Kanister genommen, damit man ihn nicht verwechselt. Oh, shit. Angenommen, man kippt diese Ölmischung in ein normales Auto. Das wäre ziemlich dumm. Wieso? Da kannst du den Motor verschrotten. Ja, ich hab Scheiße gebraucht. Verpiss dich endlich! Jetzt bleib doch mal Fass stehen. Fass mich nicht an. Ich wollte dich nie hintergehen. Das war... Anna. Ich hab sie geliebt.